Auch im fünften Pflichtspiel in Folge ist es dem LASK nicht gelungen, die Salzburger zu knacken. Es gab eine 0:1 Niederlage gegen Red Bull Salzburg. Und somit wird es also schwer, noch einzugreifen in diesen Titelkampf. Herzlich willkommen zu Dein Verein LASK. An meiner Seite heute Sky-Experte Manuel Ortlechner. Hallo Orti. Servus. Hi. Wie knapp waren die Oberösterreicher dran? Ja, ich finde schon sehr knapp. Speziell die erste Halbzeit, denke ich, war man schon auch die bessere Mannschaft, hatte etwas mehr auch vom Spiel, auch ganz gute Möglichkeiten, aber ist dann an einen sehr guten Torhüter auch oft gescheitert. Hat dann ein blödes Gegentor eingefangen und die Salzburger haben auch gewusst, dass der Defensivverbund in dem Spiel besonders wichtig ist und haben de facto dann die Partie drüber gebracht. Ja, arge Bedingungen irgendwie. Es war eigentlich Frühlingsanfang und es war alles weiß. Vor dieser Partie wusste man gar nicht, kann die jetzt über die Bühne gehen. Es waren dann reguläre Verhältnisse. Aber inwiefern haben die Bedingungen doch dieses Spiel verändert, deiner Meinung nach? Ja, natürlich. Wir hätten uns alle gewünscht, dass es 15, 20 Grad hätte, feiner gepflegter Rasen. Das war am Anfang nicht so gegeben, aber ich denke mal, das war jetzt nicht ausschlaggebend, warum das Spiel auch jetzt so ausgegangen ist. Ich denke, die Spieler sind alle Profi genug, dass sie es gut weggesteckt haben. Und trotzdem, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel gesehen. Ja, schauen wir noch einmal auf die besten Szenen in diesem Spiel, zusammengefasst von David Eder. Ein Vorgeschmack auf die Meistergruppe in Pasching der LASK gegen den Tabellenführer aus Salzburg. Bei dem Franko Foders Verzicht auf Zizan Stankovic für jede Menge Aufregung gesorgt hat. Der erste Aufreger im Spiel, weit weg vom Salzburger Keeper in der Linzer Hälfte, Flanke von Christensen und das 1:0 für die Gäste durch Patson Dacker in der 13. Minute. Dacker trifft zum 20. Mal in dieser Saison im 6. Bundesligaspiel. In Folge die Flanke von Christensen ideal. Dann stark, wie sich Dacker von Trauner löst. Es ist ein ausgeglichenes Spiel im ersten Durchgang, aber Salzburg mit den klareren Tormöglichkeiten. Wie dieser für Dacker in der 26. Minute. 1:0 die Pausenführung für das Team von Jesse Marsch. Nach dem Seitenwechsel eine starke Phase der Linzer, unter anderem diese Chance durch Gernot Trauner. Stankovic bekommt die Schulterklopfer der Kollegen und die Frage, wo ist eigentlich die Salzburger Offensive? 72. Minute, Christensen mit der Hereingabe und Aronson beinahe mit dem 2:0. Aber das braucht es am Ende für die Salzburger gar nicht mehr. Dackers Tor reicht am Ende zum Auswärtssieg. Salzburg schlägt den LASK zum 5. Mal in Folge in Pflichtspielen und Zizan Stankovic ohne Fehl und Tadel. Wir haben einen kleinen Fehler begangen. Wir haben in der Situation zum Tor den Ball nicht weit genug weggespielt und ja, da sind wir bestraft worden. Insgesamt glaube ich, dass die Mannschaft eine tolle Haltung heute gezeigt hat, dass sie taktisch sehr clever gespielt hat, dass wir wussten, dass Salzburg so schnell wie möglich den Rücken unserer Abwehr anspielen wird und wir haben diese Bälle hinten in der Viererkette extrem gut kontrolliert und damit auch das Spiel, glaube ich, in der ersten Halbzeit, haben uns aber am Ende des Tages, denke ich, für eine gute Leistung nicht belohnt. Ja, Dominik Thalhammer, nicht unzufrieden, was die Leistung seiner Mannschaft betrifft. Du hast es auch gesagt, Orti, es war knapp. Was fehlt dann noch im Endeffekt? Ja, man darf ja nicht vergessen, auf wie viele Spieler momentan der LASK in der Offensive verzichten muss. Und das kann auch dieser Kader so nicht einfach wettmachen. Das sieht man auch an den Auswechslungen. Es wurde nicht einmal das volle Pensum ausgeschöpft. Weil die Spieler, die momentan halt auch das Vertrauen bekommen, die sind einfach die besten 11 momentan. Und da gibt es auch von der Bank nicht diese Optionen, wie es vielleicht nur im Sommer gewesen wäre. Darüber hinaus hat man das Spiel sehr offen gestalten können. Es gibt ja auch Mut auf die weiteren drei Aufeinandertreffen, die es ja heuer noch geben wird. Und speziell, wenn ich Richtung Cupfinale denke, das ist ein K.O.-Spiel, wo es um alles geht. Da traue ich ihnen auch alles zu. Also sie haben auch das Aufeinandertreffen davor. Das durfte ich auch co-kommentieren und habe auch einen genauen Einblick bekommen auf das Spiel. Also ich sehe da die fast auf Augenhöhe, wenn die aufeinandertreffen. Ja, Fakt. Es gab jetzt diese Niederlage und die Salzburger konnten den Vorsprung weiter ausbauen. Wir schauen mal auf die Tabelle am Ende des Grunddurchgangs. Und da beträgt der Abstand dann doch 10 Punkte. Ja, 7 sind es aufs Rapid und nach der Punkteteilung sind es dann eben 5. Können die das Titelrennen, den Titelkampf jetzt wirklich abhaken, Orte? Na, ganz abhaken würde es aus LASK natürlich noch nicht. Du musst natürlich ja schon eine grandiose Meisterrunde spielen, dass du da noch einwirken kannst. Speziell die direkten Duelle sind entscheidend. Aber es wird dir nur gelingen, wenn du selber halt dein Ding erledigst. Die Salzburger wiederum zeigen sich momentan sehr, sehr stabil und gefestigt. Auch in der Defensive haben sie sich um einiges verbessert gegenüber dem Herbst und sind bei weitem nicht mehr so anfällig. Also du brauchst schon fast eine Perfect Season, dass du sie noch abfängst. Jetzt rein psychisch als Trainer, als Coach, soll ich dieses Thema Titelkampf weiter spielen?
Oder soll ich es eher bleiben lassen? Wir dürfen nicht vergessen, was den LASK ja generell auszeichnet. Das ist eine sehr charakterstarke und hungrige Truppe. Also ich glaube, du musst als Trainer gar nicht einmal so viel einwirken, weil die einfach eine sehr hohe Eigenmotivation mitbringen. Das zeichnet die Truppe auch schon in den letzten Monate und Jahre eigentlich auch aus. Da geht es eher darum, dass du einfach die Automatismen, die sie in der Saison immer wieder auch einmal ein bisschen verloren haben, weil sie auch das Spiel ein bisschen adaptiert haben, auch mehr Richtung Ballbesitz. Auch jetzt wieder hatten sie mehr vom Spiel eigentlich. Das war eher das Hauptthema, dass sie das implementieren. Und wenn ihnen das gelingt, weil einfach sehr oft die Gegner einfach defensiv aufstellen gegen die Linzer, dann denke ich, ist noch alles möglich. Aber grundsätzlich haben sie es ja eh selber in der Hand, wo die Reise hingeht. Aber schauen sie im Leben nach wie vor. Du hast jetzt diese Adaptierungen angesprochen und vorher auch schon das Verletzungspech. 6 Kreuzbandrisse, die muss man mal verkraften. Ja. Jürgen Werner hat im Interview am Wochenende zuletzt gesagt, er ist nicht unzufrieden mit dieser Saison bisher. Kann er das auch wirklich sein? Ja, ich denke, man ist auch sehr unglücklich auch in der Europa League nicht drüber gekommen. Also da finde ich auch, hat man eine tolle Figur abgeliefert. Österreich wieder super vertreten. Und wenn man an den 5-Jahres-Wertung denke, haben sie wieder wertvolle Punkte auch jetzt für die gesamte Liga eingesammelt. In der Liga ist man, denke ich, auf Kurs und man ist im Cupfinale. Also da von einer schlechten Saison zu sprechen, wäre wirklich auch vermessen. Ich denke, man ist super dabei. Man hat eine Chance auf einen Titel, wenn nicht sogar auf 2 Titel. Also den Last, denke ich, ist vieles zuzutrauen. Blöd natürlich das Verletzungspech. Ja, und jetzt geht es einmal in die Pause. Da können sich die Verletzten wieder regenerieren und die Spieler können verschnaufen. Nur 3 nicht, denn 3 wurden eben einberufen. Und das ist Gernot Trauner, Reinhold Ramftl und Alex Schlager, der Tormann. Großes Thema eben, welcher Tormann steht im Tor beim Nationalteam? Wer ist die Nummer 1? Ist Alex Schlager für dich ein Kandidat? Die Konkurrenz heißt Daniel Bachmann und Pavao Berwan. Ja, ich bin ja grundsätzlich ein Riesenfan von ihm, das weiß er auch. Er hat sich erstens einmal super entwickelt nach seiner Zeit auch beim FAC. Er ist ein großartiger Typ, also jedes Interview genieße ich de facto auch mit ihm, weil er einfach auch oft die richtigen Worte findet. Ganz, ganz selten, dass immer Fehler passiert, dann gibt er das auch offen und ehrlich zu. Aber grundsätzlich liefert er immer Top-Leistungen ab. Also ich bin ein großer Fan von ihm, ob er jetzt die Nummer 1 ist. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht entscheiden muss, weil wir haben doch 2, 3 Torhüter auf einer selben Augenhöhe. Na, dann würde ich sagen, genieße jetzt. Wir haben jetzt ein Interview von Alex Schlager, der nimmt nämlich den Kampf an im Nationalteam. Ich fahre hin, gebe mein Bestes und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Rechnen Sie sich die Nummer 1 aus? Rechnen. Natürlich fahren wir mit Ambitionen hin. Das wäre gelogen, wenn ich sage, nein. Aber es ist so, dass ich froh bin, dass ich dabei sein kann. Und ich glaube, ich war jetzt öfter dabei in der Vergangenheit. Ich habe mir jedes Mal reingehauen, ich werde dieses Mal Gas geben. Und im Endeffekt liegt die Entscheidung nicht bei mir, deswegen kann ich es auch nicht beeinflussen. Ja, Orti hat gesagt, das ist ein super Typ, das hat er jetzt wieder bewiesen in diesem Interview, da ist Power dahinter, der will die Nummer 1 sein und Gernot Trauner, das ist auch ein super Typ, kann man sagen. Ja, ist auch ein ganz guter Fußballer. Und ein ganz guter Fußballer, deswegen auch zu Recht im Nationalteam und zu Recht auch, wenn man die Werte unseres Sky Player Index anschaut, mit dabei im Nationalteam, Orti. Ja, die regelmäßigen Zuseher wissen nicht, dass ich ein großer Fan des Sky Sports Player Indexes bin, weil jetzt kannst du natürlich beim Zusehen eine gewisse Einschätzung haben, aber hier ist es so, dass einfach sehr viele Parameter einfließen in eine Spielerbewertung und dass der Gernot Trauner da die Nummer 2 ist, überrascht mir alles andere, weil der bringt jetzt schon ja, über Jahre eigentlich Topleistungen. Ich bin auch froh, dass er mittlerweile ein regelmäßiger Kandidat im Nationalteam ist. Ja, er ist beim Team dabei. Peter Michorl und Lukas Grigic sind nicht mit dabei, aber die werden die Daumen drücken und jetzt sind sie mal in unserem Wissensquiz dran. Ja, ich beginne. Du hast nicht gescheit. Ich steigen. Nein, nochmal. Ja, er darf beginnen. Ja, ich beginne. Nein, er hat gewonnen. Dominik Karl. Valeria Ismail. Oliver Klausner. Martin Hieden. Boah, ey. Ich hab mich ausgepackt, ne? Karl Dachsbacher. Jetzt packe ich nur einen aus. Alfred Olzinger, Interimstrainer. Helmut Kraft, ist er noch dabei? Nein, hey. 3, 5, 4. Warte mal, warte, wen hast du gesagt? Helmut Kraft. 2. Helmut Kraft. 1. Walter Schachner? Ja. Walter Schachner. Polster war Amateure, oder? Dragusch. Ja. Schau, Klaus. Frieser.
Samuel TT. Trauner. Ja. Thomas Geuginger. Ja. Auch dabei, ja? Ja, sicher. Ja, ich hab da einen gelassen. Ramftl. Ja. Peter Michael. Ja. Den wollte ich sagen. Tete. War schon. Wer hat den gesagt? Du? Samuel Tete. Nein, hab ich gesagt. Hab ich gesagt. 2-0. 2-0. Ja, aber das musst du eh gewinnen. Das. Naja, ist voll klar, dass ich das gewinne. Ja. Also. Sean Weissmann. Johnny Soriano. Munoz Dabur. Meierhofer. Jakob Janscher. Warum? Zusammen mit Janscher. Ja. Okay. Was hast du noch mit? Oh, ich tue mir auch schwer gerade. Ich riskiere Alan. Ja, 3-0. Kann ja mal passieren, wir schneiden. Lustig, lustig war es nicht. Nein. Nein. Ich war schlecht einfach. Ich hab's lustig gefunden. Also ich hab's auch lustig gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Arti. Zwei coole Typen. Ich finde das überhaupt immer lustiger, wenn es um Wissen geht, was man dabei teilweise da heraushört bei Spielern. Respekt. Also muss man wirklich sagen, der Wissensstand ist top, oder? Voll, voll. Also ich oft denke mal, bin ich froh, dass eigentlich die gefragt werden und wenige. Ich weiß nicht, ob du es auch hörst. Bei uns ist auch gleich im Hintergrund tick-tack, tick-tack, tick-tack. Die Zeit rennt. Oh, wir sehen am Ende unserer Ausgabe von Dein Verein LASK. Danke, gerne. Arti. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.